Viele Ackerbaulandwirte und Betriebe mit eigenem Futteranbau ist das Pflügen nicht wegzudenken und maßgeblich für gute Ernteerträge. Zweimal pro Jahr geht es deshalb für viele Betriebe raus auf den Acker, um den Boden umzubrechen. Wir waren einen Tag lang mit einem großen Milchviehbetrieb unterwegs und konnten den Landwirt beim Pflügen mit unseren Kameras begleiten. Schon vor wenigen Wochen haben wir den Betrieb mit dem Zammet Mähladewagen beim Frischfutterholen begleitet. Das Video hierzu findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Inzwischen befindet sich der Betrieb in den herbstlichen Ackerarbeiten. Auf diesem knapp 4,5 Hektar großen Feld soll heute Kleegras umgebrochen werden. In wenigen Tagen wird dann Triticale gesät. Den Dreischabflug von Kuhn zieht heute der John Deere 6430, der für diese Arbeit mehr als genügend Leistung mitbringt. Mit 131 PS war der 6430 beim Kauf der stärkste Vierzylinderschlepper von John Deere. Um auch bei schweren Zugarbeiten, beispielsweise dem Share & Deal Gemeinschaftssteuer, nicht ans Limit zu kommen, wurde der Traktor leistungsoptimiert und bringt nochmal 20 PS mehr. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, die umliegenden Berge sind in dieser Region bereits mit Schnee bedeckt. Diese winterlichen Szenen konnten wir bereits einen Tag vor unserem Dreh mit dem Landwirt aufnehmen. Im Tal hat es in den letzten Tagen und Wochen immer wieder stark geregnet, weshalb hier auch viele Wasseraustritte in den Furchen zu sehen sind. Diese Feuchtigkeit gilt es jetzt im Boden zu behalten, denn die Frühjahrstrockenheit könnte auch im nächsten Jahr, wie schon in den vergangenen Jahren, zu massiven Problemen führen. Liebe Zuschauer, wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video einen kleinen Einblick in die herbstlichen Ackerarbeiten geben konnten. Schon bald werden wir uns auch aus der Maisernte zurückmelden. Wenn ihr keine weiteren Beiträge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke.